Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ich steige immer noch den Berg hinauf. Forestry Lookout. Ah, oh, wie geil. Oh, da gibt's doch bestimmt irgendwas. Was, wenn es da nichts gibt? Forestry Lookout. Oh, gibt's, aber was es auf jeden Fall gibt, ist bestimmt eine geile Aussicht. Wie geil. Krass. Ich schaue mich gerade nur noch so ein bisschen um, weil ich die Aussicht so geil finde. Boah, wie geil. Oh, was ist das da unten? Kam ich daher? Ich glaube, da kam ich her. Das war dieses Cut. Nein, wie ist es? Cut, Clear Cut. Cut, Clear Cut. Ja, ist klar. Door. Ah, oh. Okay. Beef Jerky. Naja, das hat wirklich keiner gebrochen. Oh, ist das eine Axt? Eine Hatchet. A small one-handed axe. Good for splitting wood. Can be used to hack meat in a pinch. Sehr schön. Newsprint. Geil. Sprich, kann dann gleich Radio. Schade. I could use this. Gleich mal. Oh, Zedernholz. Wieder Feuer machen. Gleich. Ich schaue mich noch um. Kann ich verwenden? Das schaut nach Ammo aus. Ja. Kann ich hier nachladen? Okay, es passen 10 rein. Metal Container. That'll come in handy. Okay. Matches. Beef Jerky. Candy Bar. Ich denke, ich werde nuts. ja. Dann haben wir hier First Aid Kit. Bandagen, okay. Noch mehr Bandagen. Eine Flasche Wasser, sehr gut. Betten. So, dann schauen wir mal. Woodstove, dann probieren wir es mal. Bitte. Nein! Das gibt's nicht. Das letzte. Nur wenn wir es mit 76% Chance. Das muss jetzt einfach klappen. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Oh, geil. Da, direkt mit draufschmeißen. Oh. Gleich mal das Fleisch draufhauen. Das andere, ich merke jetzt erst, dass das andere nur mit 16% und so weiter hat. Das hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. So, dann gleich mal 2 Liter Wasser schmelzen. Dann auf jeden Fall 1,5 kochen. Das müsste auf jeden Fall noch hinhauen. Den Rest auch gleich. Wasservorrat aufstocken. Kann ich eigentlich gleich mal was essen? Clothing, Food and Drink. Oh, das war ja jetzt gar nicht erst anfangen. Oh, das sollte ich aber vielleicht erst noch essen. Ich werde sowieso noch mehr essen müssen. Pineapple, Pork and Beans. Ja, das hätte ich eigentlich direkt wegschmeißen können. Wasser habe ich auf jeden Fall genug. Dann nehmen wir doch mal. Oh, dann müsste ich fast noch Beef Jerky essen. Immer noch hungrig. Jetzt. Boah, jetzt bringt richtig viel. Wie viel habe ich noch? 15 Minuten. Dann schmilzt mal noch so viel Wasser wie geht.
Dann hätte ich das zumindest schon mal. Okay. So, beim nächsten Mal. Warte. Durst habe ich. Ja, fast 5 Liter Wasser habe ich dabei, hallo. So, dafür kann ich... Ach, scheiße, ich kann es jetzt nicht mehr anzünden, gell? Verdammt. Müde werde ich aber langsam. Hier ist aber wenigstens warm einigermaßen. Kommt, dann schlafe mal eine Runde. Also ich will nicht im Dunkeln rumrennen. Wir haben 18 Uhr, wie lange müsste ich denn schlafen? Ungefähr 12 Stunden. Warum mal 9 Stunden? Boah, ich glaube, es ist zu dunkel, oder? Geil, es schneit. Wie cool. Total faszinierend. Achso, Woodstove. Ach, jetzt, das gehört noch dazu. Ich dachte gerade, hä? Es schneit, wie geil. Oh, oh, scheiße, es ist dunkel. Oh, Durst und Hunger. Durst. Hunger auch. Ich habe ja noch hier so ein Wolfsmeat. Das bringt ja richtig viel. Scheiße, da musste ich ver... Scheiße, ich sehe ja nicht einmal das Bett. Ich muss doch mal schlafen. Lass es 3 Stunden sein. Ich glaube, dann dürfte es wenigstens ein bisschen hell werden. Jetzt habe ich doch 12 Stunden insgesamt geschlafen. 9 Stunden, nochmal 3 Stunden. So, aber jetzt save the game. Schön. Lag hier eigentlich noch irgendwas? Okay, hier sind noch die Sachen, die ich hingeschmissen habe. Aber so unterm Bett lag, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, da muss ich fast weiterziehen. Huch. Krass. So, ein bisschen Durst habe ich noch. Warte. Trinkt man noch ein bisschen was. Und dann weiter. Okay, nach unten geht's merklich schneller. Hoffentlich gibt es hier noch einen anderen. Ups, Abgang. Ich glaube, ich kam von da hoher. Genau, ich ging nämlich direkt raus. Also sprich, wenn es hier noch einen zweiten Abgang gibt, dann nehme ich den. Oh, da liegt was. Oder irgendwer. Da liegt wer? Frozen Corpse. Jeans. Und das war's. Jeans. Clothing. Die sind wahrscheinlich nicht besser. Doch, die sind sogar besser als meine. Dann nehmen wir die doch. Wie es ausschaut. Der Lookout ist natürlich cool, aber ich glaube, hier kann man... Was zur... Was hat mich gerade gemacht? Take painkillers 4 hours raft vor allem lift. Painkillers. Ach du Scheiße, ich bin gerade irgendwie umgeknickt. Hups. Okay, painkillers. Ah, das ist weg, okay. Achso, vielleicht wäre das die Alternative gewesen, 4 Stunden liegen zu bleiben. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich darf bloß nicht zu schnell hier runter. Nicht, dass ich mich. Nicht, dass ich wieder umknick. Sind das meine Fußspuren von vorher? Die sind noch gar nicht verwischt. Oh, ich muss bloß aufpassen. Weil die runterrollen und irgendwie gegen was zu brechen, keine Ahnung, ob das möglich ist, ist, glaube ich, eher ungünstig. Hat man mir mal gesagt.
Wir wandeln auf unseren Spuren. So mehr oder minder, jetzt sind sie weg. Oder? Oder waren es bloß die windgeschützten Orte, wo man die Spuren noch sieht? Dass die einfach nicht wieder zugeschneit wurden, obwohl es schneite die ganze Zeit. Oder hat es vorhin auch schon geschneit? Ich habe es bloß nicht bewusst wahrgenommen. Ich bin jetzt verwirrt. Okay, danach ist natürlich mir aufgefallen, weil die... Okay, es sind Äste. Ne, Steine. Aber ich dachte, es wären Würfel. Aber die weißen Flocken fallen natürlich in der Nacht viel stärker auf. Weil die nicht dunkler dargestellt wird, sondern trotzdem weiß. So, da drüben war noch ein zweiter Weg. Bei dem Cut Clear da mit einem Schild. Deswegen würde ich da jetzt dann gerne mal lang gehen. Na, beim Lookout war ich ja jetzt. Da drüben will ich hin. Weil ich hier. Ja. Ach. Oh, gleich so cold. Ja, weil ich immer. Ja, weil ich immer dann noch rausrenne, wenn es eigentlich schon. Wenn es noch nicht ganz Tag ist. Und da auch ist natürlich kälter. Ist vielleicht ungeschickt. Ich würde auch gerne wissen, was auf dem Schild steht. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, ich muss halt immer weiter. Ich kann eigentlich nie stehen bleiben. Ach so. Ach, das ist bloß der Fahrtweg für die Laster. Das muss aber heißen, dass ich da vielleicht auch eine richtige breite Straße finde. Genau, vielleicht gibt es da hinten irgendwas. Episch wäre es natürlich, wenn ich das Camp Office finden würde, weil da gibt es, glaube ich, immer irgendwie einen Dingens, einen Dosenöffner. Oh, freezing, scheiße. Looks like this has been here a while. Wool Socks. Oh, gut. Clothing. Nee, ist ja nicht besser. Habe ich Durst? Ne, Hunger habe ich. Habe ich noch was zum Essen? Food. Okay, ich habe halt meine... Ich habe halt meine Dosen. Scheiße. Sprich, ich habe auch nichts Sicheres zum Essen. Ich könnte natürlich gleich mal wieder so ein Reh schießen. Frisches Fleisch sozusagen. Das müsste ich dann wieder was anzünden. Das Problem ist, ich habe glaube ich kein Tinder, also kein. Wie nennt sich das? Nennt sich das auf Deutsch? Zünder? Ja, Zünder. Müsste glaube ich passen. Frage, treffe ich das Viech auf der Entfernung? So auf jeden Fall nicht. Ja, ich treff's. Okay, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Harvest Meat. Nehmen wir mal 3 Kilo mit. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß auch nicht, ob die nachspawnen, wie die nachspawnen, die Viecher. Puh, dafür spiele ich es nicht lang genug. Schauen wir uns nochmal ein Schild. Ich hätte aber gerne mal wieder ein Haus mit vielleicht ein paar Zeitungen. Vielleicht die Zeitung von gestern. Ich weiß nicht, was so in der Welt passiert ist.
weiß nur, dass es hier arschkalt ist und ich schon wieder friere. Und zwar ziemlich heftig. Und dass ich noch 4 Stunden zum Leben habe. Da drüben, Container. Container! Logging Camp. Mir egal, wie es heißt. Ich muss da rein. Oh, Trailer. Okay, fangen wir mal an. Energy Bar. Scheiß drauf, direkt essen. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel Prozent. Ich muss mir was essen. Draw. Schublade. Gib her. Oh, Newspaper. Und Clothes. Uiuiui. Newsprint. Sehr schön. Zedernholz, okay. Jetzt brauche ich eigentlich fast nur noch einen Ofen. Oh, noch ein Newspaper. Oh, Gott sei Dank. Summit Soda. Könnt ihr eigentlich gleich trinken. Habe ich auch, glaube ich, schon längst getrunken. Hunger habe ich noch ein bisschen. Metal Container. That'll come in handy. Okay, Scrap Metal. Plastic Container. Nichts. So gleich gar nichts drin. Bin ich irgendwie müde? Nee. Drawer ist empty. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Da irgendwas drin? Schaut nicht so aus. Okay, gehen wir wieder raus. Gehen wir ins andere Haus hinein. Da ist wieder Warmer. Noch ein Trailer. Oh. Du schaust schlecht aus. Down-Ski-Jacke. Ist Soda. Okay, ist das nichts. Down-Ski-Jacke. Hört sich doch ganz gut an. Clothing. Ach, das ist nochmal eine Schicht drüber aus. Oh, sehr schön, sehr nice. Okay, ist nix. Da haben wir noch Down-Ski-Jacke. 51%. Okay. Hier ist nix, da ist nix. Plastikcontainer. Pork and Beans? Ich habe immer noch keinen Dosenöffner. Jeans, 19%. Komm, die schneiden wir mal auseinander. Die Mütze brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Ich habe ja noch eine andere. Man kann auch Nähzeug finden, das habe ich jetzt leider nicht. Simple Tools. Wool Socks, die kann ich ja, glaube ich, wegmachen. Newspaper Roll kann ich. Select how many newspaper rolls to harvest. Harvest all. Ach so, kann ich. Ach, jetzt. 3 Tinder Blocks. Okay. Das kann ich auch gleich harvesten. Hunger habe ich. Hunger habe ich, Hunger habe ich. Beef Jerky. Lust habe ich auch ein bisschen, also könnte ich die Grape Soda eigentlich auch noch trinken. Eieieiei.
geh mal raus. Schon kurz hier rein. Hier ist sogar noch Holz, Zedernholz. Ein ganz normaler Feuerstamm. Okay, und dieser letzte Trailer. So, und was es hier zu sehen gibt, sehen wir das nächste Mal. Bis dann. Ciao.